Der Spinloid-Orkan ist eine neue mittellange Noppe. Obwohl das Tempo dieses Belags recht hoch ist, kann sie gerade von leistungsstärkeren Spielern auch defensiv eingesetzt werden. Wir haben unseren Partnern von Table Tennis Experts in Polen ein Exemplar in 1,8 mm Rot zum Testen überlassen. Wie Sie in diesem Video sehen werden, wurde der Belag von einem spielstarken Abwehrspieler und einem Konterspieler mittlerer Spielstärke gespielt. Zunächst sehen Sie, dass mit dem Orkan auch sichere sowie giftige und flache Unterschnittbälle möglich sind. Dies geht so leicht, da der Orkan eine extrem giftige Gummimischung verwendet. Normalerweise sind Unterschnittbälle immer ein Schwachpunkt bei mittellangen Noppen. Sie geraten oft zu hoch. Dieses Problem gibt es mit dem Orkan jedoch nicht. Block und Kontern ist natürlich die große Stärke dieses Belags. Wie Sie sehen, gelingt dies auf Anhieb sicher. Blocken gelingt sogar, wenn man den Belag wie eine lange Noppe einsetzt. Unser Testspieler gab dazu den Kommentar, dass Hackblocks, Unterschnittabwehr und ähnliche Schläge mit dem Orkan zwar schwieriger zu spielen sind als mit einer langen Noppe, dafür aber für den Gegner umso gefährlicher sind. Die Aufschlagannahme ist mit dem Orkan kein Problem. Der Ball kann auch mühelos in die gewünschte Richtung gedrückt werden. Zum Schluss sehen Sie noch einmal die klassische Verteidigung mit dem Orkan. Bitte denken Sie daran, dass dies nicht der eigentliche Sinn des Belages ist. Nur spielstarke Spieler werden den Orkan so einsetzen. Die Szenen demonstrieren jedoch gut, wie viel Rotation der Orkan erzeugen kann. Man könnte glauben, der Spieler würde mit einer langen Noppe spielen. Nicht ganz so glücklich war der Testspieler mit dem Orkan als Vorhandbelag. Es geht auch, aber nicht so mühelos und kontrolliert wie als Rückhandbelag. Unser Fazit ist, der Orkan ist eine äußerst gefährliche mittellange Noppe, die von Spielern aller Spielklassen besonders aus der Rückhand effektiv eingesetzt werden kann.